Hallo, hier ist der Van Hollister. Ich bin in San Francisco und ich bin auf der Suche nach dem Sexsymbol der 70er Jahre, den Peter Berlin, der wohnt hier ganz in der Nähe. Bin sehr gespannt, wir haben schon telefoniert. Er wohnt auf jeden Fall in einer sehr netten Nachbarschaft, so sagt man das ja. Mein guter Freund Henning von Berg hat mir einen ganz, ganz klasse Kontakt vermittelt. Und zwar habe ich besucht das Sexsymbol der 70er Jahre in San Francisco, der Deutsche Peter Berlin. Vielen ist er vielleicht nicht mehr bekannt. Ihr müsst ihn unbedingt mal googeln. Peter Berlin war das Sexsymbol Anfang der 70er in den goldenen Jahren von San Francisco und war unter anderem Model für viele, viele Magazine, ganz viele Publikationen. Er war Tom of Finland Model und er hat auch zwei Filme selbst produziert. Was für Filme, könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen, bei dieser Figur, bei diesem Aussehen. Und ich habe ihn tatsächlich getroffen, denn er lebt hier in San Francisco. Ein schönes, ruhiges Leben. Wir sind zusammen mit seinem Hund ausgegangen, den er täglich, nein, es ist nicht sein Hund, es ist ein Hund einer Freundin, den er täglich 3 Stunden ausführt. Im Park haben wir gesessen, wir haben viel gesprochen. Er möchte zu dieser Zeit nicht vor die Kamera kommen, was ich auch durchaus verstehe. Er plant ein großes Projekt, eine große Dokumentation und da wird er sich dann präsentieren, wie er heute lebt. Und ich sage euch, ganz, 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 ganz klasse. Peter Berlin lebt heute sehr zurückgezogen, weil er doch die Menschen um sich herum mehr oder minder nicht sehr liebenswert findet. Also er lebt in einem sehr schönen Apartment, hat einen schönen Blick und hat genug Geld, um sich zu halten und hat ja, viel Zeit, was eigentlich ein großer Reichtum ist. Peter Berlin ist, hat sein Tableau, seine Visibility etabliert, schon 20, 30 Jahre zurück. Da kommt nichts mehr und da kommt nicht weniger. Also ist das sozusagen ein abgeschlossenes Thema. Peter Berlin, ich habe den Peter Berlin der Welt offenbart und die Welt hat gesagt, ja, sehr schön und gut, aber den Peter Berlin zu imitieren, nicht eine Person auf dem ganzen Planeten. Man sieht den Peter Berlin nicht auf einer Show oder auf dem Titelblatt von Vogue Magazine oder Time Magazine oder Der Stern oder was immer, nicht? Peter Berlin ist ein Tabu und leider ich habe immer gesagt, ich bin 50 Jahre vor meiner Zeit. Gibt es da noch eine Dokumentation, wenn die Möglichkeit kommt? Wenn die Möglichkeit ist, die nehme ich sofort wahr. Ja, ich warte drauf. Jeden Tag warte ich auf den Anruf, wo jemand sagt, oh mein Gott, wir haben sie gefunden und jemand hat ihnen $50 Millionen hinterlassen. Und dann würde ich sagen, jetzt kann ich mein Projekt anfangen, weil ich würde die ganze Elite von Artisten engagieren, die Musik machen können, die editen können, die Kamera machen können. Und ich würde ein Peter Berlin mir aussuchen, den ich gut bezahlen würde und der als großer Filmstar sein Leben enden könnte, weil er hat immer
dem Peter gesagt, auf seinem Grabstein, das Erste, was kommt, ist, he is a pornographer. Aber das hat ihn gar nicht gestört. Er hat die Filme produziert und war noch sehr erfolgreich und haben auch viel Geld eingespielt. Das Schlimme ist nur, wenn Geld im Zusammenhang mit einer Produktion ist und das Geld erst in die Hände von Kino kommt und dann in die Hände des Verleihers. Der dritte war dann Peter Berlin, der die Hand aufgehalten hat und die Hand blieb leer. Aber das hat ihn weiter nicht gestört. Der Film hat ihn sozusagen, ja, auf gut Deutsch berühmt gemacht.